Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch den meiner Meinung nach besten Landing Spot für Arena und für Cash Cups zeigen, den ihr in Season 2 finden könnt. Ich nehme ihn zurzeit eigentlich auch als Main Spot für Arena. Cups sind ja bisher noch nicht draußen, aber ich werde ihn, denke ich mal, auch für weitere Cups nehmen. An dem Landing Spot habt ihr auf jeden Fall alles von Fischen, Heal, alle möglichen Waffen, man hat eigentlich fast immer einen Spaß. Wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich natürlich riesig über eine Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort wird es natürlich heute auch wieder einen Livestream geben. Ich werde euch jetzt einmal die gesamte Loot-Route auch zeigen, die ihr dafür nehmen solltet, um das maximal rauszuholen. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mal mit dem Spot, wo man eigentlich jede Runde die Loot-Route beginnt. Und zwar befindet sich der neben Frenzy Farm, östlich von Frenzy Farm bei der Tankstelle. Hier sieht es eigentlich relativ normal aus, so wie letzte Season. Man hatte wirklich nicht ganz so viel Loot. Auf dem Dach zwei Floor Loot Spawns und dann unten in der Tankstelle, glaube ich, auch nochmal zwei Spawns. Zusätzlich befinden sich auf der rechten und linken Seite der Tankstelle jeweils ein Shadow Henchman. Das sind ja die neuen Gegner, die jetzt in der Season drin sind. Man bekommt von denen jeweils immer eine AK und 50-50-50 Mats, das heißt von jedem Typ 50 Mats. Genauso eben halt auch wie von den Ködergranaten, die man auch definitiv immer benutzen sollte, weil die auch einen wichtigen Teil dieser Lootroute bzw. auch ein wichtiger Teil eigentlich jeder Lootroute sind, weshalb man dort auch viele Kisten öffnen sollte. Soweit erstmal hier der obere Loot. Manchmal kommt ein oder zwei Gegner mit. Wenn man schlechter landet, kann man dann auch die Lootroute noch an anderen Stellen beginnen. Dazu kommen wir allerdings später. Müsst ihr dann hinten in dieses kleine Häuschen reingehen. Dort befindet sich ja eine Toilette. Da müsst ihr einmal runter, dann kommt ihr in den Shadow-Unterschlupf Beta, glaube ich. Unten befindet sich einmal auf der linken Seite, wenn ihr reinkommt, eine Umrüststation, die wir auch noch später nutzen werden. Es befindet sich eigentlich meistens in dem Raum auch direkt ein Shadow Henchman. Da solltet ihr auf jeden Fall mit einer Waffe immer rein, dass ihr den möglichst schnell killen könnt. Weil wenn ihr euch da mal Lucky einen Headshot geben, wäre es schon ziemlich belastend um die HP. Deshalb immer dort aufpassen und generell immer hören, ob irgendjemand durch die Kanäle, also durch diese Toiletten unten reingeht. Nicht, dass ihr davon überrascht werdet. Auf jeden Fall müsst ihr als nächstes dann geradeaus durch die Tür gehen. Dort ist meistens auf der oberen Ebene ein Shadow Henchman und dann befindet sich auch auf der Ebene noch eine Munitionskiste. Ich gehe allerdings meistens erst auf der rechten Seite runter und kill die restlichen beiden Shadow Henchmans, beziehungsweise teilweise ist da nur ein Shadow Henchman, jeweils eben halt wie die verteilt sind. Es ist unterschiedlich, insgesamt sind auf jeden Fall zwei oben und drei unten. Ihr solltet dann eben halt wie gesagt erstmal alle Shadow Henchmans killen, allerdings nicht alle finishen. Ich empfehle euch auf jeden Fall eine mit zu nehmen, um die Kiste auf der rechten hinteren Seite zu öffnen. Die bringt euch nämlich meistens Heavy Sniper und oder eine Schnellschuss-SMG. Häufig hat man zweimal die gleiche Waffe, das heißt zwei Heavy Snipes oder zwei Schnellschuss-SMGs. Andere Waffen hatte ich tatsächlich noch nie daraus bekommen. Ich weiß nicht, ob andere möglich wären. Ich empfehle euch auch immer, beide Waffen mitzunehmen. Mit Heavy Snipes kann man eigentlich easy meistens Kills machen und auch die Schnellschuss-SMG ist extrem strong. Vor allen Dingen ist es die beste SMG, die man eigentlich zurzeit finden kann. Dann ist neben der Kiste unten auf der anderen Seite unter der Treppe auch noch eine weitere Kiste neben zwei Muni-Chests, die dort auch noch sind. Und wenn ihr dort unten wartet, müsstet ihr eigentlich so ungefähr an die Full Mats haben. Von den ganzen Shadow Henchmans, da man eben halt von jedem insgesamt 150 Mats bekommt, wird man da auf jeden Fall relativ voll. Häufig bekommt man aus der Kiste auch noch Ködergranaten, womit man die drei eben halt auch nochmal für insgesamt 150 Mats von jedem Typ benutzen kann. Dann empfehle ich euch als nächsten Schritt Waffen abzugraden, wenn ihr vernünftige Waffen habt, also zum Beispiel würde ich eine grüne Pump auf eine lilane Spaß upgraden, beziehungsweise eine grüne Tag auf eine lilane Tag. Oder wenn ihr eben halt eine blaue Tag oder eine blaue Pump habt, könnt ihr auch einfach diese upgraden. Ist dann eben halt etwas günstiger, aber die Mats sollte man insgesamt trotzdem wieder voll bekommen. Vor allen Dingen, wenn dann eben halt auch noch ein Gegner gelandet ist, der euch zusätzlich nochmal 150 Mats bringt. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass ihr das macht, weil dann habt ihr eigentlich immer eine blaue AK, die ihr notfalls auch noch auf eine blaue AR-Side
upgraden könnt. Dann habt ihr eben halt eine Spaß oder eine Tag, beides sind episch. Daneben habt ihr dann auch noch eine Heavy Sniper oder einen Schnellschuss SMG oder wenn nicht sogar beides. Ihr seid eigentlich immer Full Shield da unten. Vor allen Dingen aus der Crate kommen eben halt extrem viel Heal Stuff, den ihr mitnehmen könnt. Teilweise habt ihr sogar C4, also extrem gute Sachen. Damit seid ihr auf jeden Fall schon mal für die nächsten Gegner gewappnet. Meistens kommen dann auch erst zu dem Zeitpunkt, wo ihr damit fertig seid, wenn hier keiner gelandet ist vor allen Dingen oder wenn ihr ihn schnell gekillt habt und nicht lange vorher im Fight wart, kommen erst dann überhaupt Gegner von anderen Spots. Auf jeden Fall, um die Lootroute weiterzuführen, könnt ihr entweder rechts neben dem kleinen Häuschen, das ihr dort findet, in die Toilette gehen oder auf der linken Seite in eine der beiden Container gehen. Der eine Container wird euch in Richtung Frenzy Farm bringen. Gehe ich eigentlich am seltensten hin, meistens eher um in die Zone zu moven, da aber die Zone meistens relativ gut Ehre gibt. Man muss nicht weit moven, häufig braucht man die gar nicht. Deshalb nehme ich meistens dann eher die andere zur grünen Brücke. Aber mein bevorzugter Spot ist eben halt erstmal in die Toilette rechts neben dem Häuschen gehen. Dann kommt ihr nämlich zu einem kleinen Spot an der Brücke, wo ihr auch nochmal insgesamt 3 Kisten habt mit extrem guten Loot. Ihr kommt an der einen Seite des Hauses in einem Container raus, das heißt, dort könnt ihr auch wieder zurück zum Anfangsspot gehen. Dann befindet sich einmal im Häuschen eine Kiste, 2 Floor Loots und eine Muni Chest und auf dem Dach ist auch nochmal ein Floor Loot. Dann könnt ihr zur Brücke gehen und dort den LKW abfarmen und nochmal unter die Brücke gehen und die Kiste abfarmen. Wenn ihr dann schon gesehen habt, dass bei dem Schrottplatz gelootet wurde, dann könntet ihr entweder hoffen, dass dort vielleicht noch etwas ist oder ihr geht den Fluss etwas runter. Könnt hier auch nochmal ein paar Fishing Spots mitnehmen, wenn ihr natürlich eine Angel oder einen Enthaken habt. Man bekommt ja mittlerweile sogar keine Angeln mehr aus Kisten raus. Da haben die ja etwas an dem Lootpool geändert. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier unten zu diesem Wohnwagen gehen. Hier habt ihr einmal 2 Toiletten, die allerdings nichts bringen. Auf jeden Fall ist in dem Wohnwagen einmal eine Crate, die ihr auch ohne ID-Scanner öffnen könnt. Da sind meistens relativ viele Heal-Items drin, sowie auch eigentlich immer eine blaue Waffe. Und zusätzlich befindet sich auf der anderen Seite auch nochmal eine weitere Kiste, die euch natürlich auch nochmal weiteren guten Loot geben kann. Wenn ihr noch etwas upgraden wollt, beziehungsweise bisher noch nichts geupgradet habt, dann könnt ihr eben halt auch nochmal zum Schrottplatz gehen, da dort nämlich auch noch eine weitere Upgrade-Bench ist. Wie gesagt, immer gucken, wenn dort irgendetwas gebaut wurde, dann war da meistens auch ein Gegner und ihr solltet euch umschauen, weil er natürlich eure Loot-Route auch kreuzen kann. Hier am Schrottplatz sind nämlich auch nochmal 3 Kisten, das heißt, wenn er keine war, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal dahin zu gehen. Eine befindet sich hinten auf dem einen Autostapel, eine in der Hundehütte und eine oben im Haus drin. Unter der Kiste im Haus befindet sich dann auch die Upgrade-Bench. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal etwas holen und natürlich an den Zäunen hinten euer Metal auch nochmal voll machen. Wenn ihr noch Stein braucht, könnt ihr das ganz easy am Fluss machen. Am Fluss befindet sich, wenn ihr wieder vom Schrottplatz zur Tankstelle geht, findet sich auch noch ein Auto, wenn ihr das abbaut, beziehungsweise hinten die Kiste öffnet, habt ihr auch nochmal etwas mehr Loot. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und dann könnt ihr euch entweder entscheiden, wenn ihr wieder hier seid, also im Prinzip den Kreis fertig gemacht habt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr dann in die Zone direkt moved, je nachdem, ob die da ist oder nicht. Oder ob ihr nochmal zur grünen Brücke geht und dann dort lootet. Ihr könnt natürlich die Loot-Route auch einfach genau andersrum machen. Ist egal, welchen Kreis ihr nehmt. Entweder einmal über die Toilette Richtung Norden oder über den rechten Container oben zur grünen Brücke. Bei der grünen Brücke, wenn ihr dort ankommt, habt ihr einmal in dem Häuschen ein Floor-Loot und auf der rechten Seite eine Munitionskiste. Dann liegt da auch noch ein bisschen Floor-Loot. Hinten beim Baum auch noch ein bisschen was. Und dann ist eben halt auf diesem unteren Weg der Brücke, dort müsst ihr einfach einmal auf der linken oder rechten Seite der Brücke entlang gehen, auch noch eine Kiste, die ihr auf jeden Fall looten könnt. Und auf der anderen Seite der Brücke ist im Haus auch nochmal eine weitere Kiste, wo ihr dann auch noch ein bisschen Floor-Loot drumherum habt. Der Container dort bringt euch auch wieder nichts, ist nur ein reines Versteck. Wenn ihr dann damit fertig seid, könnt ihr wieder in den Fluss unten gehen oder eben halt alternativ mit der Toilette wieder zurückgehen zum Spot. Ich gehe aber meistens über den Fluss unten. Wenn ihr irgendwelche Angeln habt, könnt ihr auch wieder ein paar Fische fangen, dann zu den Steinen gehen, dort noch die 2 Floor Loots mitnehmen und die Munitionskiste, dann weiter den Fluss runterschwimmen, vielleicht rechts noch einmal ins Häuschen gehen, dort nehmt ihr dann auch noch Paletten, falls ihr die braucht.
Und dann könnt ihr zum Auto gehen und seid dann im Prinzip am Spot, wo ihr auch den anderen Kreis beendet hättet. Dann könnt ihr natürlich entweder wieder zurück zur Tanke gehen oder zum Schrottplatz weiter moven. Steht euch beides frei. Und wie ich schon am Anfang angesprochen hatte, werde ich euch jetzt nochmal sagen, was ihr machen könnt, wenn vielleicht ein Gegner besser bei der Tankstelle landet, beziehungsweise ihr im Generellen relativ schlecht dafür landet und oben nicht vernünftiger Loot ist. Ihr könnt ja auch einfach zum kleinen Häuschen gehen, welches ich am Anfang gezeigt hatte, und dort eure Loot-Route beginnen, dann einmal zum Truck gehen unter die Brücke und dann von dort aus in den Container gehen und dann zurück zur Tankstelle gehen oder alternativ zur grünen Brücke gehen und von dort aus dann eben mal zur Tankstelle gehen. Oder wenn überall welche sind, könnt ihr auch bei Frenzy Farm noch die Toilette nutzen, um dann hier hinzukommen. Dort sind meistens auch eher weniger Gegner. Zum Schrottplatz hätte ich euch nicht empfohlen zu gehen, da man von dort aus eigentlich immer die schlechteste Position hat und meistens am Schrottplatz auch die meisten Gegner landen. Das heißt, pass auf, dass ihr am Anfang eine gute Waffe habt, eine Tag habt, eine Shotgun habt, whatever, dass ihr vernünftig fighten könnt. Geht nicht einfach auf ein 50-50, dass ihr vielleicht die Waffe mit Glück bekommt, sondern geht wirklich safe, auch wenn ihr dann vielleicht ein Kill weniger habt, kostet euch sonst in den meisten das Leben. Deshalb finde ich den Loot-Spot auch eigentlich extrem gut, weil man eben halt extrem selten, wenn man es vernünftig macht, diese 50-50s hat und eigentlich immer mit vernünftigem Loot reingehen kann und die meisten Gegner auch mit den ganzen Toiletten nicht klarkommen und man damit auch relativ gut outplayen kann. Das war auf jeden Fall mein Lieblingsspot, den ich jetzt für euch extrem ausführlich erklärt habe. Und dann schreibt mir gerne Videovorschläge in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge natürlich auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.